So. Abklärungsgeschäft 0,2 von 3 Tagen. Na gut. Zack, wir warten. Ja, schönen Abend, Kratzwurst. Vielen Dank fürs Einschalten. Trabunto schreibt, damals konnte man 5 Tage ohne Essen auskommen bei The Long Dark. Wie es heute ist, weiß ich leider nicht. Pro Stunde verliert man. Also, wenn man auf 0 Kalorien runter ist, verliert man pro Stunde 1%. Das heißt 100 Stunden. Bedeutet etwas mehr als 4 Tage. So ist das aktuell. Nachzulesen im allgemeinen und offiziellen The Long Dark Wiki. So. Warte. So, ja. Warten wir nochmal 4 Stunden. Ja, alles klar, Hopplopser. Vielen Dank fürs Einschalten und schöne Grüße an den Besuch. Und vielleicht bis später. Ansonsten bis viel später. Mach dir einen schönen Abend. So, komm, wir trinken noch mal eine Limonade, Limonade. So, dann schlafen wir mal 10 Stunden. Du bist komplett erholt aufgewacht. So ein Ärger aber auch. Komm, dann trinken wir noch eine Limo. Wir trinken jetzt mal Limonaden. Und einen geschmacklosen Müsli-Riegel. Also den essen wir natürlich. So, und ein bisschen Wasser. Weniger als eine Stunde Dunkelheit. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 1,1. Ah, das ist ja ärgerlich. So, dann warten wir noch 5 Stunden, bis es dunkel wird. So, das Hungern erinnert mich an neuer Spielstil sehr an meinen. Hab eher immer zu viel gegessen, deswegen lagere ich Fleisch auch nur mehr draußen im Schnee. Ja, also so viel habe ich ja auch gar nicht geändert nach meinem Spielstil. Also, ich spiele ja eigentlich wie immer. Luxibi! Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Und das Hungern ist halt jetzt wirklich mal ein Experiment, um's einfach mal zu testen. So, 10 Stunden Dunkelheit übrig. Die werden wir ja vermutlich nicht schlafen können, weil wir noch nicht so müde sind. Deshalb warten wir noch mal 2 Stunden und schlafen dann noch mal 8. Halt, erst noch mal gucken. Ja, komm, das passt. 8 Stunden ausruhen. Bam, bam, bada, bam, bam, bada, bam, bam, bada, bam. Perfekt. So, was sagt 2,1 Tage? Super. Dann 6 Stunden warten. Ich versuche mal so lange wie möglich auf einer Map zu bleiben. Achso, ja, genau. Das wollte ich halt auch jetzt mal wirklich ausprobieren. Wie gut das realisierbar ist. So, 2,4 Tage. Perfekt. Dann hauen wir jetzt mal ein paar Pfirsiche weg.
Und dann sind wir hier quasi gleich auch am Geschäft fertig und dann würde ich sagen, hauen wir uns direkt rüber zum Staudamm, ne? Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Komm, ich glaube, eine Limonade müsste noch passen. Fast perfekt. 7 Stunden Tageslicht übrig. Das bedeutet, wir warten noch mal. Na komm, wir warten 7 Stunden. Das müsste eigentlich passen. Ja, also das werde ich jetzt in dieser Staffel halt auch versuchen, möglichst lange auf jeder Map zu bleiben. Und der Andi schreibt gerade, ich versuche, seit es die Skillbücher gibt, erstmal schnell alle Bücher zu suchen und dann erst so lange es geht, auf einer Map zu bleiben. Ja, das ist natürlich, ist ein Vorteil, ne? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so notwendig ist. Also dann müsste man ja im Prinzip erstmal wirklich alle Maps absuchen, ne? Und dann kommt mein altes Problem wieder, ich loote dafür dann einfach viel zu viel. Ich laufe viel zu viel rum und nehme dann alles mit, was ich finden kann. So, hier lecker ein bisschen Kondensmilch getrunken. Dann haben wir noch ein bisschen Wasser weg. Achso, warte mal, wir haben noch ein bisschen Tageslicht übrig, ne? Wollte ich nicht nochmal irgendwas repariert haben? Die Schuhe, ne? 48 Minuten. Komm, mach mal. Kannst im Dunkeln nichts reparieren. Super. Hat das jetzt mein Leder verbraucht? Nee. Warte. Wir sind müde. Ja, da guck mal, das reicht doch. 5 Stunden ausruhen. Komatschow, Hallöchen. Bei mir ist alles gut. Bei dir auch? DKI schreibt, denk an den Wolfsberg. Ja, natürlich, den habe ich auch im Plan. Wir müssen aber hier erst noch mal zum Bunker. Hier, es geht das Abhang. Da müssen wir hin, in den Keller. Von daher müssen, also, darum gehe ich dann eh Richtung Wolfsberg erstmal. So, ach so, ich wollte eigentlich gucken, wie sind es denn jetzt? 2,9 Stunden. Wir haben noch 5 Stunden Dunkelheit. Bedeutet, ich warte nochmal ein Stündchen. Ne, was blöd ist, ich schlafe noch mal ein Stündchen. Und damit hätten wir das Geschäft auch hinter uns gebracht und können quasi das Ladenlokal hier verlassen. Wobei das Wetter draußen sagt. Wir sollten lieber nicht rausgehen. Minus 32 Grad. Wir gehen trotzdem raus, denn ich würde gerne auf der anderen Seite der Brücke, glaube ich, nochmal in die Häuser reingehen. Ein bisschen Nahrung wäre, finde ich, nicht schlecht. Wobei, warte mal. Das können wir eigentlich auch hier vorne noch machen, ne? Ich gehe hier gerade nochmal rein. Ein bisschen Nahrung nochmal auffrischen. Ja, Salzcracker. Salzcracker finde ich zum Beispiel persönlich ganz cool. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Oh, Lampenöl. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und was hast du so mit dabei, mein Freund der Sonne? Nix. Das war ja wieder klar. Geizhals. So, Holz brauchen wir auch nicht. Der Rest ist okay. So. Gut, Salzcracker. Okay, dann machen wir uns jetzt mal eben, ich sprinte auch mal darüber, machen wir uns eben rüber auf die andere Seite der Brücke und nehmen dann da die Häuser noch mit. Es ist natürlich gerade arschdunkel noch, aber das kriegen wir jetzt gleich relativ fix beseitigt, wenn wir nicht mal wieder Gegenwind hätten. Also es wird gleich Tag. 3 Stunden Dunkelheit haben wir noch übrig, wir müssen noch ein paar Häuser durchsuchen hier. Oder ich würde gerne ein paar Häuser durchsuchen hier. Mal gucken, da ist abgebrannt. Gibt nur ein Haus hier? Nee, da gibt es nur ein Haus. Ich habe dich gesehen, mein Freund.
Du kannst nämlich dann kommen. So. Okay, so hier, das werde ich auch nochmal insgesamt durchsuchen, um zu gucken, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Klamotte finden, die ein bisschen besser ist, damit wir ein bisschen mehr vor der Kälte geschützt sind. Auch immer Wasser nehme ich auch mit. Müsli-Riegel. Zack, so. I could use this. Ach ja, komm. Guck mal, und das werde ich auch direkt mal verzehren. Warte mal, passt das? Ist zwar roh, esse ich trotzdem. Kenn ich nix. Oh, Lebensmittelvergiftung. Das. Hotdog fragt, ob ich das wirklich schaffe. Heute noch. Alle Stationen. Das ist zumindest der Plan. Der Plan ist es, den Stream nicht eher zu beenden. Gucken wir einfach mal, ne? Verband nehme ich nicht mit. Das geht ja eigentlich immer relativ fix, ne? Wenn wir einmal an so einem Ort sind, ist es ja eigentlich relativ schnell erledigt mit Schlafen und Warten. Das sind eigentlich nur die Wege, die man machen muss, ne? Guck mal, ich habe jetzt seit der letzten Pause, also quasi in einer halben Stunde, habe ich hier zwei komplette Orte gemacht. Also das ist natürlich immer so die Frage, ne, ob euch das halt wirklich interessiert. Ne? Ich finde die Challenge ganz chillig, aber herausfordernd ist die jetzt für mich in der Tat nicht. Wenn ich das mal so ganz arrogant sagen darf. Klausi darf einfach nicht vorher ins Bett, ehe er alles geschafft hat. Ja, genau so. Genau so ist der Plan. So, wir gehen nochmal hoch. Na, ich glaube in der Tat, so lange wird das nicht dauern. Ich werde jetzt gleich bei Skeeters Abhang vielleicht. Muss mal gucken. Oder ist hier ein Ofen? Ja, hier ist doof. Entweder, naja, spätestens in der Berghütte am Wolfsberg werde ich mich halt mal ein bisschen daran machen, Kaffee zu kochen und sowas. Damit wir für die Wege genug Energie haben, um die ohne zu schlafen zu überstehen. Aber das macht natürlich in einem Gebäude Sinn, wo wir eh Zeit verbringen müssen, ne? Von daher, Buch lasse ich hier. Nein, Christoph, ich habe nicht gefragt, ob euch der Stream interessiert, sondern ob euch die Challenge so grundsätzlich interessiert. Das ist ja schon was anderes als die Gejagt-Challenge oder... oder die anderen Challenges. Ich glaube, ich habe einen Bären gehört. Ich konnte ihn nur bei der Dunkelheit nicht ausmachen. Deswegen rase ich mal schnell ins nächste Haus. So, nehme hier natürlich auch wieder nur Essen mit. Oder wenn wir gute Kleidung finden, nehme ich Klamotten mit. Aber ich glaube, in dem Häusle hier wird das eher nicht der Fall sein. Oh, noch eine Sturmlaterne. Die nehme ich aber auch mit. Und einen Schal. Ich glaube, einen Schal hatten wir noch nicht, ne? Nein. Ja, sehr schön. Noch mal ein bisschen mehr Temperaturschutz. So, und jetzt werde ich nämlich in der Tat auch Folgendes machen. Ich werde einen Kaffee trinken. Wir haben eh Durst. Kalorientechnisch passt der auch fast. Und damit haben wir ein bisschen die Müdigkeit hinter uns gelassen. Und ich werde jetzt losgehen. Richtung Skeeters Abhang. Und das wird voll super werden. So, ich mache die Laterne aus. 2 Stunden Dunkelheit haben wir noch übrig. Es ist natürlich scharweinekalt. Ja, die war schon offen, Andi. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich meine, die war offen. So, ich kann nur hoffen, dass wir jetzt nicht irgendwie auf Wölfe oder sonst irgendwas stoßen. Uns interessiert, was du spielst und wie du es spielst und vielleicht warum du es spielst.
Oder wo du es spielst. Was? Hast du schon einen Wolf gesehen? Nee, ich habe in der Tat... Habe ich schon einen Wolf gesehen? Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich schon einen Wolf gesehen habe. Das ist eine gute Frage. Ich glaube fast nicht, dass ich einen Wolf gesehen habe. Die neuen Challenges sind leider sehr einfach. Ja, wobei, also die Schneesturm-Challenge fand ich in der Tat ganz interessant, weil man halt wirklich suchen muss, ne? Also man muss gucken. Ich habe die ja jetzt ein paar Mal auch privat gespielt und die finde ich gar nicht so unspannend. Weil man sich echt überlegen muss, wo gehe ich als erstes hin, welche Wege machen Sinn. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal, oder die letzten zwei Male, die ich privat gespielt habe, das war für mich echt spannend zu sehen, weil ich habe... Ich hatte am Anfang relativ viel Glück beim ersten Mal, als ich privat gespielt habe. Beim zweiten und am Ende hatte ich relativ viel Pech. Mir fehlte dann noch was zu essen, hatte aber alle Häuser schon abgegrast und musste irgendein Tier schießen. Und dann hat mich ein Wolf ungünstig erwischt und dann kam ein Bär und hast du nicht gesehen. Das war relativ blöd alles. Und beim zweiten Mal, als ich gespielt habe, das lief wirklich gut. Ich hab kein Bergwerk mehr mitgenommen, weil der Weg einfach viel zu weit ist. Und hab dann am Ende festgestellt, vielleicht hätte ich doch ins Bergwerk gehen sollen, weil mir noch 200 Liter Petroleum fehlten. Weswegen ich dann nochmal Richtung Trostloser Ort musste, also zerbröckelnde Schnellstraße. Und dort habe ich dann Petroleum gefunden. Mich hast du doch schon im Chat gesehen. Ja, das stimmt, Wolf. Den Wolf habe ich schon im Chat gesehen, das stimmt. So, ich bin mal wieder... das ist das Gefährliche, ne? Ich laufe hier rum und weiß nicht, wo ich bin. Glaube aber zu wissen, wo ich bin. Und dann fällt mir auf, huch, verlaufen. Karl muss los. Vielen Dank fürs Einschalten, mein Lieber. Schönen Abend noch. Der Rest kommt dann bei YouTube. Viel gefohnt. So, jetzt bauen wir doch müdigkeitstechnisch relativ schnell ab. Oh, wir können nicht mehr sprinten. So ein Ärger. So, jetzt bloß kein Scheißwetter. Alles nur kein Scheißwetter. So, jetzt eine Flare anmachen macht irgendwie auch wenig Sinn. Ne? Es wird jetzt gleich irgendwann heller werden. Und die Flare irritiert mich nur wieder vom Geräusch her und... Bringt eigentlich nie nicht so wirklich Licht ins Dunkel. Ich mache mal ein Streichholz an. Sensationeller Effekt. Boah, ist das hell. Ja, mach das, Karl. Karl schreibt, der meckert wieder auf YouTube. Das machen andere ja auch. Das hört sich wieder so total vorwurfsvoll an, ne? Also... Ich habe das schon immer gesagt und sage das gerne auch noch einmal. Es darf bei mir jeder seine Meinung sagen, solange sie sich in einem Rahmen bewegt, der niemanden verletzt, verbal. Und solange es sich in einem Rahmen bewegt, der... Ist das der Birkenwald da vorne? Der höflich bleibt. Ne? Und es muss niemand meiner Meinung sein. Deswegen, was die Aaron und die Hotdog geschrieben haben, bezogen auf Essen, ist völlig in Ordnung. Ich bin halt nur einfach anderer Meinung. Punkt. Ne, da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Und man darf das mir gegenüber auch durchaus schon mal ein bisschen härter kritisieren. Mit deutlicheren Worten. Ne? Bei den ersten Herausforderungen bin ich beim ersten Mal haushoch gescheitert. Die sind eine Herausforderung. Bei den neuen kann man fast nicht verlieren. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Also die Gejagd-Challenge ist schon nicht ohne. Und die... Ich vergesse mal die... Was ist denn das? Wie heißt denn die Challenge noch? Hier, wo man vom Gipfel zum Leuchtturm muss. Du bist nur ein Sturkopf.
Ja, ich bin auch ein Sturkopf, aber das hat manchmal damit auch gar nichts zu tun. Sondern manchmal bin ich wirklich einfach anderer Meinung.